ins Zentrum gestellt hat die neue Verteidigungsministerin die Finanzierung der Bundeswehr. Aus dem 2%-Ziel 2024 hat Frau Merkel schon das 1,5%-Ziel gemacht bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Aber noch nicht einmal dieses 1,5%-Ziel wird damit der gegenwärtigen mittelfristigen Finanzplanung erreicht werden. Wenn man rechnet, Anfrage unseres Kollegen Carsten Klein, die mittelfristige Finanzplanung von Herrn Scholz sieht vor 2023 1,25%, weil nämlich die Mittel nicht steigen, sondern konstant bleiben. Und wenn wir dann Wirtschaftswachstum trotz Peter Altmaier haben, dann wird das bedeuten, dass der Anteil an der Wirtschaftsleistung sinkt. Also, da ist viel zu tun.